Die genaue Länge der Highline 179 ist 406 Meter. Die maximale Höhe über Grund beträgt 114 Meter. Und das Eigengewicht der ganzen Konstruktion liegt bei 77 Tonnen. Die Brücke selbst ist ausgelegt für eine Besucherzahl von 500 Personen. Die Highline 179 verbindet die Ruine Ehrenberg mit der gegenüberliegenden Fortifikationsanlage Fort Claudia. Wenn ich an meine ersten Visionen denke, eine Brücke von Ehrenberg Richtung Fort Claudia zu spannen, um eben für die Burgenwelt Ehrenberg eine besondere Attraktion zu entwickeln, ist man natürlich schon ein bisschen unsicher, ob diese Idee jetzt als absolute Spinnerei abgetan wird. Mir war aber bewusst, es ist technisch machbar. Als erstes haben wir mal die Flächen roden müssen. Es sind ca. 400 Quadratmeter zum Roden angestanden. Die haben wir abgeholzt und dann haben wir den Humus abgezogen und sind dann sofort auf Fels gestoßen. Also wie ich das erste Mal von der Idee Hängebrücke auf Ehrenberg gehört habe, habe ich mir gedacht, sehr coole Idee. Idee, die man bei uns in Reutte unbedingt umsetzen muss. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, das wir bisher gehabt haben, viel Verkehr und Staus, wird jetzt umgewandelt in ein neues Alleinstellungsmerkmal. Der wirtschaftliche Effekt für Reutte durch die Highline 179 ist meiner Meinung nach enorm. Wir steigen also in eine neue touristische Dimension ein. Wir haben dann die Fundamente hergestellt und das muss man sich so vorstellen, wir bilden eine Schalung und in diese Schalung wird ein Armierungskorb reingebettet. Das kann man sich so vorstellen, dass das ein Netz, ein Stahlnetz ist und dieses Stahlnetz wird dann mit dem Beton umgossen. Also beim Brückenplanen sind uns ein paar Sachen wichtig gewesen. Erstens das optische Erscheinungsbild, zweitens wie passt die ganze Geschichte in die Natur rein, also so schlank wie möglich, so schmal wie möglich. Und für den Brückenbauer haben wir noch die Herausforderung gehabt, ich muss die Brücke alleine in Bewegung bringen, aber auch bei einer Maximalbelastung von 500 Personen soll die Brücke noch wackeln. Mit dem Hubschrauber betonieren müssen.
Während der Bauphase hat es mehrere Sicherheitsmaßnahmen gegeben. Unter der Brücke verläuft die B179. Die wurde während der Bauphase eingehaust. Das muss man sich so vorstellen, wir haben da eine 20 Meter lange Einhausung gemacht aus Stahlkonstruktion. Und die ist über 4 Meter hoch, 20 Meter lang und wurde 3 Monate für die Bauphase verwendet. Je Seite der Brückenkonstruktion waren die Seile mit 4 Erdanker verankert. Die Anker haben eine mittlere Länge von etwa 22 Meter im Fels. Vor Herstellen der Erdanker wurden Fundamente hergestellt. Diese Fundamente hatten Leerverrohrungen, die die Richtung für die Bohranker vorgeben. Nach Verankerung dieser Ankerstangen waren dann diese Verpressschläuche dazu verwendet, eine Zementsuspension unter hohem Druck in das Bohrloch zu pressen. Dadurch waren also die Klüfte im Fels und der Anker selber miteinander verbunden. Also die Stütze besteht aus Stahl, der was dann in Zinkbäder verzinkt wird. Diese Zinkbäder haben aber nur eine bestimmte Größe, wo also eine Stütze in dieser Dimension nicht als ganzer Teil hineinpassen würde. Da hat es dann das erste Problem gegeben, dass die Zinkbäder nicht so groß sind. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Stützen in der Mitte auseinanderzuschneiden. Das hat auch den Transport auf die Baustelle erleichtert und vor Ort haben wir die wieder zusammengebaut, haben die mit 950 Schrauben zusammengeschraubt und aufgebaut. Also der Transport erfolgte mit Spezial-LKWs, die was dann die Stütze auf die Widerlagerseite transportiert haben. Dort haben wir sie mit einem Autokran abgeladen, die 2 Stücke nebeneinander gelegt, ein Verbindungsstück hineingesetzt und dann haben wir die mit 950 Schrauben zusammengeschraubt, sodass eine Stütze entstanden ist. Die Stützen wurden schräg gewählt, dass man sehr steil in den Fels einankern kann. Zum anderen, dass die Kräfte gleich bleiben und wir mit dem Seil die Kräfte in den Untergrund einbringen. Eines der Hauptprobleme war natürlich die erste Verbindung zwischen den 2 Widerlagern herzustellen. Wie bekomme ich das Seil rüber? Wir haben uns da einige Stunden den Kopf zerbrochen und sind dann auf die Lösung gekommen, dass wir mittels Drohne und einem Silk, der was an der Drohne befestigt ist,
einfach mit der Drohne von einem Widerlager zum anderen Widerlager rüberfliegen. Beim Drohnenflug gab es einige Schwierigkeiten. Zum einen hat das Wetter nicht mitgespielt, zum anderen ist uns zweimal der Silk gerissen. Also wir haben das dreimal machen müssen und beim dritten Mal hat es wunderbar geklappt. An diesem Seil, an diesem Silk, wurde dann ein dünner Hanffaden befestigt und von Hand herangezogen. Nach diesem Hanfseil wurde ein dickeres Hanfseil befestigt und dann auch wieder ein dickeres, bis wir ein 18 mm Hanfseil drüben gehabt haben. Und an dem 18 mm Hanfseil haben wir dann ein dünnes Stahlseil montiert und das haben wir mit der ersten Seilwinde dann hinübergezogen. Die Tragseile haben einen Durchmesser von 60 mm, sind voll verschlossene Tragseile und die Tragkonstruktion oder der Gehwegbelag hängt ca. 2 Meter unterhalb von den Tragseilen. Deshalb ist der Schwerpunkt sehr weit unten von der Brücke und mit diesen vier Tragseilen schaffen wir es, dass sie noch wackelt oder sich in Bewegung bringt, aber nicht zu sehr. Man könnte also ein Tragseil eine Boeing 747 anhängen und diese würde das halten. Eine der schwierigsten Situationen war die Brückenmontage. Es war geplant, mit einer Seilwinde die Brückenmontage von Ehrenberg Richtung Fort Claudia voranzutreiben. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Seilwinde sehr robust war und wir da im Millimeterbereich arbeiten haben müssen. Wir haben das dann umgeändert und sind dann von Fort Claudia im Vortriebverfahren, das muss man sich so vorstellen, wir setzen einen Gitterrost mit einem Abhänger immer vor den anderen und so haben wir bis zu 60 Meter pro Tag Brückenkonstruktion geschaffen. Also der Diebstahl ist das, dass die Bauweise leicht, freitragend und in Bewegung ist. Und alle drei Sachen haben wir mit dieser Brückenkonstruktion erfüllt. In dieser Höhe, man muss sich vorstellen, über der Bundesstraße alleine 100 Meter befindet man sich da über dem Grund. Hier die Brückenteile zu montieren, frei schwebend, teilweise in der Luft hängend, also das ist schon, braucht sehr viel Mut und Können und da kann man Ihnen gratulieren. Es war ein Freitag, der Stefan hat mich angerufen und hat gesagt, du, uns sind ein paar Männer ausgefallen, wir brauchen ein paar schwindelfreie Männer, komm rauf mit ein paar
und wir müssen schauen, dass wir die Brücke zusammenbauen. Dann bin ich rauf, dann hat mir gleich einer Geschirr angelegt, bin eingehängt worden und bin mit einem Gitterrost rausgefahren. Und also ich bin erst draußen richtig aufgestanden und habe einmal die Umgebung angeschaut und dann haben wir gedacht, boah, was bauen wir da? Also war atemberaubend, war überwältigend. Wir haben dann am Mittwoch, kurz vor Mittag, haben wir dann den Brückenschluss geschafft. Und das war natürlich ein ganz bewegender Moment, wo du gesehen hast am Vormittag, 6 Meter, 3 Meter, 0 Meter, das war ein gewaltiges Gefühl. Und den ersten Übertritt aufs andere Widerlager zu schaffen, also da ist mir kalt den Rücken nachgegangen. Also es war geplant, die längste Hängebrücke der Welt zu bauen. Ich habe dem Investor ein Versprechen abgegeben, dass er die längste Hängebrücke der Welt kriegt. Es war ein bisschen umstritten während der Bauphase, ob es die längste ist. Und über den Tibet-Style haben wir jetzt den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Und ich bin überglücklich, dass ich mein Versprechen einlösen habe können. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Region, das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ich habe nur ungefähr 60, 70 Meter geschafft, dann habe ich umkehren müssen. Ich habe 5 Anläufe gebraucht, damit ich die Brücke überqueren konnte. Vor ungefähr einer Woche bin ich dann das erste Mal komplett drüber gegangen. Also ein besonderes Feeling mit einem besonderen Panorama und es eröffnet sich ein ganz neuer Blick auf den Talkessel heute. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Also ich und so etwas überhaupt noch nie erlebt. Es ist wie wenn du in einem Flugzeug ohne Fenster sitzt und ohne Flügel. Man muss sich vorstellen, dass wir natürlich bei der Berechnung schon hunderte Mal über die Brücke gegangen sind, gedanklich. Wenn man dann also das erste Mal wirklich auf der Brücke steht, ist es schon ein ganz außergewöhnliches Gefühl. Ein Traum, eine Vision, die man eben fast 15 Jahre in sich herumträgt und die dann auf einmal gelöst diese Vision wird dann Realität und es ist Wirklichkeit geworden. Es war, glaube ich, einer meiner schönsten Erlebnisse. Also heute war ein ziemlich cooler Tag, weil ich durfte hier die Hängebrücke eröffnen, die längste und größte von ganz Europa. Das ist schon ein ziemliches Highlight, weil ich durfte legal durchfliegen und das ist was ganz Besonderes für einen Piloten.